miss you at night. What about a call? What about a call? I miss you at night. What about a call? I miss your cherry lips, cherry. I miss your cherry lips. Die ist noch jetzt auf beiden Seiten zu hören, gell? Vielleicht ist man es nur also mehr rechtslastig zum Beispiel. Also die Streiche würde ich auf jeden Fall breit lassen. Da würde ich wollte gerade anders die Glocken einfach enger machen. Weil bei den Streichern, da ist dieser Hintergrundeffekt, dass die hinten liegen, ist weg, wenn du die nicht breit drehst. Das ist ja, dadurch, dass sie so breit sind, treten die quasi so in den Hintergrund. Die haben so einen Chorus-Effekt, der breit ist. Okay. Dann lass ich ganz kurz probieren. Das, ich habe nämlich auch gerade die Idee. Wenn wir hier nämlich, die sind nämlich auch breit. Zumindest die einen hier. So, wenn ich die jetzt ziemlich in die Mitte lege, das stört die gar nicht. Jetzt zieh wieder an. Ah ja. Ganz in die Mitte. So setzen sie sich voneinander ab, oder? Das sind die breit hinten, die Streicher, und die Glocke ist in der Mitte von, sozusagen. Lass mal hören. I miss you at night. What about a call? What about a call? I miss you at night. What about a call? I miss your cherry lips, cherry. I miss your cherry lips. I miss your cherry lips, cherry. I miss your cherry lips. Give me a call. Idee leise. Kleine, die Streicher? Ja, eine kleine Idee. Jo. Miss you at night. What about a call? I miss you at night. What about a call? I miss your cherry lips. Cherry. I miss your cherry lips. I miss your cherry lips. Cherry. I miss your cherry lips. Ich muss aber mit dem Panorama probieren. Ich stelle mal ein bisschen nach. Wo sind sie? Da. So, und dafür die Glöckchen. Rüber. Achso, so. What about a call? I miss you at night.